Hallo Leute, heute möchte ich mal meinen Stove oder Raketenofen anfeuern mit etwas trockenerem Zeug. Am Anfang wie ein Hobo halt. Das funktioniert durch die Länge recht gut. So. Und dann gleich melde ich mich, wenn das knistert schon, das ist gut. So, dann kann ich gleich. Ja. Hier. Unten zumachen. Und wenn ich jetzt hier unten zumache, dann beobachten wir mal den Rauch oben. So, ich habe ihn unten noch nicht ganz zugekriegt, weil reinpuste. So, ist der Rauch komplett hier weg. Und jetzt kommt er da oben raus. Jetzt haben wir den Kamineffekt und man hört es. Wunderschön. Bullern. So, wie hört sich das? Da ich halt hier das, was am Garten Abfall ist, verwende, gibt es halt am Anfang noch ein ganz bisschen Rauch, aber das ist gleich weg. Jo. Und ich melde mich, wenn das Wasser kocht. Ich werde es hier oben wahrscheinlich aber noch nicht lange haben, weil für feuchtes Holz der Abstand noch nicht groß genug ist, denn wenn ich den Topf runterhebe, dann zieht er noch besser. So, jetzt ist er fast auch frei. Und dann koche ich jetzt einfach das Wasser hier unten. Das geht wunderbar. Und wenn er erstmal richtig heiß ist, ich habe hier oben aus so eine Armierung für Baustahl, mir noch einen kleinen Abstandhalter gemacht. Wenn das erstmal alles richtig heiß ist, dann kann ich auch gut da oben weiter kochen. Okidoki. Sieht man richtig schön. Jetzt greift er nach oben, ist der Stamm nach oben ab. Wenn ich jetzt hier in die Nähe komme, wird er eingesaugt. Tolle Sache. Funktioniert richtig gut. Also dann. Mein kleines Update zu meinem Raketenofen. Und tschüss. So, das ist jetzt schön gestockt, das Ei. Jetzt gibt es noch ein bisschen Salz dazu und natürlich Bärlauch, den wir hier im Garten zu aufhaben. Da freue ich mich jetzt drauf. Und guten Appetit. Ciao. Oh, und zum Schluss. Das hat jetzt nicht mehr gereicht. Der Ofen ist leer. Nach dem Essen mache ich mir noch eine Chai Latte. Aus meinem Dosenhobo.
oder Holzgasdosen-Robo-Kombi. Also, dann tschüss, Leute.